Herzlich willkommen zur 28. Folge Raft mit dem Felix. Guten Tag. Hallo. Bist du oben? Ich bin gerade auf dem Plankenweg nach ganz oben, ja. Auch nicht hin. Also ich stehe jetzt vor dem Werkzeugkasten. Dann machen wir. Bauplan. Hab jetzt nur ich eins Stück eingestellt bekommen, ja, ne? Ja. Ne, warte mal, ich brauch so ein Ding, oder? Ich hab auch so ein Geschirr. Immerhin. So, und jetzt wussten wir wo runter? Hier von. Hui! Man sollte halt auch einfach nur zum Abspringen. Jedoch war ich gefühlt noch nicht. Sind die Schweine gefährlich? Sehen so aus, ja, aber werden wir merken. Probieren geht über studieren, sag ich immer. Das sind übrigens 4 Schweine hier. Ja, ich bin jetzt irgendwo hier. Ich sitze hier auf dem Stuhl. Peilsalbe. Um es erwähnt zu haben, ja, die sind gefährlich. Aua! Komm doch mal hier rüber. Wo bist du? Du bist auf der falschen Seite. In der Krankenstation. Und wie bist du zur Krankenstation gekommen? Ich bin einfach von oben runtergesprungen und dann einfach hier rüber gelaufen. Und siehst du mich hier? Ich bin auch da. An dem Schwein vorbei. Und da jetzt rüber. Und dann ganz schnell in die Links, weil da kommen sie nicht rüber, die Viecher. Heilsäure, eine Kiste. Mhm. Schüssel zur Früh des Bürgermeisters aufnehmen, aha. It's been 3 days stuck in the shack, sick as a dog. I don't think I can treat anyone in my condition and these people know it. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Bürgermeister-Ding, ne? Das Bürgermeister, da stand so ein riesengroßes Schild auf in Major. Das war drüben. All started when Olaf Wilstrom arrived. Ah, die Heiler, was ist das? Das heißt, jetzt wird man wieder zurück. Hier muss noch einer. Mhm. Nee. Irgendwo, ja. Machen wir es einfach so. Hallo Schweinchen, aua! Warum sagst du aua? Ich hab den Arsch gebissen. Ich bin gestupst. Das hast du super gemacht. Da ist der Major. Guck mal, wenn du jetzt hier rüber guckst. Ja, dann kannst du direkt rüberfahren. Ich will so eine Boje hier mitnehmen. Hm. Und hier wirst du jetzt wahrscheinlich irgendwo die Koordinaten haben. Hier brauchen wir die Ladegeräte. Ja, mach mal ran da. Ja, wir haben die 3 noch nicht, wir haben 2. Ich kann den Bauplan nicht aufnehmen, ich habe kein Essen, kein Dings mehr. Da waren noch die Koordinaten. Hinten an der Wand. Wir haben jetzt für Tantoraga gewerbt. Na, jetzt ist die große Frage, ne? Wo ist das Ladekabel, ne? So, das erste ist am Dock.
Das haben wir ja. In irgendeinem blau-weißen Wohnwagen wäre eins, aber ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Hast du Inventarplatz? Minimal, ja. Ich habe nämlich keinen Inventarplatz mehr, muss mal hier rüberkommen. Das andere Ding. Hallo, ich bin zu fett. Ich bin noch da drin. Dann rutschen wir mal mit dem Seil hier rüber. Sicherheit hier drüben irgendwo verkackte Ladekabel sein. Und hier war ich schon, oder? Ah, hier war ich schon. Also wo waren die jetzt? Der eine ist in einem blau-weißen Karawan und der andere müsste bei dem Marktplatz sein. Wo ist der Marktplatz? Da, wo an den Dingern immer dran stand, Essen, blabiblub, Gedöns, das ganze Zeug da. Hat man den am Marktplatz eingesammelt? Den hast du eingesammelt, ne? Ich glaube, den am Marktplatz hatten wir. Also unten an der Werft, am Marktplatz, den haben wir. Und jetzt ein blau-weißer Karawan. Der irgendwo von der Höhe her zwischen den beiden sein sollte. Alle gefühlt blau-weiß. Korrekt. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Aber irgendwie sieht man auch gerade gar nichts mehr. Na gut, der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass das Ding jetzt ja theoretisch leuchten sollte. Dann sieht man hier noch ein schönes Paket. Wassermelone. Ja, ich habe auch nur keinen Platz mehr im Inventar. Ich gebe mal die Wassermelone, die lese ich jetzt mal ganz kurz auf. Dann kannst du mir das wieder geben. Ich muss aber erstmal kurz zum Floß zurück, weil ich einfach keine Nahrung mehr habe. Und mein Inventar auch voll ist. Ich hoffe, ich komme mit meiner Nahrung aufs Boot drauf. So, ich werde von dir noch überholt. Ja, ich war noch oben. Ich muss das runterlaufen. Okay, ich glaube, ich muss mal unter die Treppe. So. Hier hast du noch eine Schraube. Da ich habe 18 Metallerze im Inventar, ne? Oh, cool, Hai, machst du super. Eisenbarren. Rezept Mangonana. Okay. Zeug kommen da rein. Warte, dann muss ich wissen, war eine Forschungsliste da oben, ne? Ich glaube ja. Platziere eine Gegner zum Erforschen. Schön. Bauten Feuerwerk habe ich schon erforscht. Die musst du oben eigentlich alle noch aktivieren, dann ist es gegessen im Normalfall. So, dann gehen die weg und die weg.
Banane und Milch. Hallo, hi. So, jetzt muss ich Schrott. Wir haben keinen Platz mehr hier überall. Oh, hier Schrott einmal da rein. Kann ich meinen Hammer einfach drauflegen? Ne, geht nicht. Dabei, klar. Okay, du bist voll. Da kriege ich nichts mehr rein. Du bist auch voll. Wir haben keinen Platz mehr in den ganzen Kisten. Ist mir bewusst. Dann kommt jetzt hier die komische Heilsame in die Essenskiste rein. Und die komische Major Tom auch. Mal kurz schnell schlafen. Wenn ich auch zum Bett komme. Ja, nur mal ein Bett suchen. So, wir müssten jetzt aber so langsam aber sicher, weil mittlerweile hast du auch das ganze, die ganze Fisch und sowas alles weggefressen. Wir haben nämlich absolut gar kein Fleisch und sowas mehr. Richtig, ich weiß. Deshalb müssten wir langsam mal ablegen. Richtig. Wo bist du jetzt gerade? Auf der Insel. Okay. Mach das mal. Ich habe nämlich gerade so eine richtig geile Idee. Ich habe mich noch gerne Würstchen. Das ist eine super Idee, jetzt wo wir vier schnell weg wollen, noch was im Real Life zu essen. Ja, willst du auch was? Nur ich würde gerne mal von der Insel weg. Ja, dann los. Na hopp, wo ist, warum bist du nicht beim Major? Warum machst du nicht deinen Teil der Abmachung? Ich bin beim Major. Beziehungsweise der Major ist bei mir. Wir haben jetzt das Ladegerät bekommen. Damit können wir Batterien wieder aufladen. Okay, und mit was für Strom? Den man auch irgendwie erzeugen kann, aber ich habe keinen Plan wie. Und ich habe noch ein Rezept für ein Getränk gefunden. Okay. Allerdings könnten wir jetzt dann theoretisch gesehen, denke ich, ablegen. Wenn ich gleich da bin. Hast du das Ladegerät da schon fertig gemacht? Das? Ich habe alles, was ich holen kann, geholt, ja. Yay, dann stelle mal die Koordinaten auf Tangarero ein und dann geht das los. Fahren mehr oder weniger drauf zu. 2000 Meter. 2000 Meter, also so schnell kann ich dir Kenntnisse brauchen. Ich weiß. Das ist Karawanturm. So. Hast du das Gerät noch an?
eventuell. Warum schmeißt du die ganze Zeit piept? Nee, das ist dein Kopf, der piept. Das Problem ist, ich weiß durch ein Video von Paluten, dass es hier noch dezent größere Lager gibt. Also will ich eigentlich ungern gerade Ressourcen für andere Lager verschwenden, wenn ich weiß, dass wir nachher noch das Doppelte an Lagermenge bekommen eigentlich. Mindestens. Mit einem Gerät. Aber ich weiß halt nicht, bis wohin man spielen muss, um das zu erreichen. Okay. Da gibt es dann so eine tollen Schließfachdinger, wo du das ganze Zeug drin machen kannst. Es kann natürlich aber auch sein, dass das auf irgendeiner anderen Insel schon war und wir es einfach nur verpasst haben, weil wir nicht alles gemacht haben von irgendeiner Insel. Wobei wir ja Beeren nur übrig haben und das mechanische Teil und ein Aufnahmegerät. Ich weiß aber nicht, ob das Aufnahmegerät vielleicht das ist, was das genau gewesen wäre. Okay. Das werden wir vermutlich auch nie rausfinden. Okay. Hast du noch was anderes zu sagen? Die Karte Hai ist fertig. Also jetzt fehlt uns für viele Sachen inzwischen Titanbarren. Ich habe das Gefühl, dass wir für Titanbarren den Metalldetektor benutzen müssen. Wir nutzen ihn doch mal. Ich werde garantiert jetzt nicht eine unserer vollen Batterien dafür vercraften, um das Ding überhaupt erstmal zu erforschen. Ach so. Ja gut, das ist natürlich ein doof, ne? Ich glaube, der Hai frisst uns gerade wieder irgendwo das Boot weg. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich hab nichts zum Verteidigen.
nichts mehr da zu trinken. Alles verbraucht. Klingt super, freut mich. Jo, alles weggehauen. So, das ist alles wieder in Arbeit. Wir haben insgesamt schon 11 Biokraftstoff. Das hört sich grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt. Dafür bin ich jetzt schon wieder am Verhungern, ich lieb's. Ja, ich komme, also für zwei Leute bist du echt. Naja, zumindest wenn du so lange weg bist, ne? Ja, eigentlich musst du drei Leute sein und einer muss trotzdem dauerhaft hier nur im Kochen sein. Ist schon der Wahnsinn. Da kommt wieder ein Vogelschwarm. Hier was da. Was hast du jetzt? Essen. Du bist die ganze Zeit hier im Kochen, aber schaffst es nicht mal selber zu essen. Wie viele Fehler hattest du verkraftet? Keine. Nicht wirklich viel. Also es ist ein Pfeil, also ich hätte gesagt 18. Das waren 18 Pfeile, glaube ich, die ich geschraftet hatte. Dann sollten wir vielleicht mal 2-6 Federn oder sowas mal wegkommen. Kannst du ja. Zeit oder sowas. Ja. Das wird sonst echt. Ich habe auch unsere jetzt eine neue Kiste gecraftet, habe ich erstmal alle Blätter und alle Seile reingepackt. Also alles, was mit Blättern und Seilen zu tun hat, habe ich ganz hinten in die Kiste gepackt. Sicher. Weil das ist aktuell das, was unser größtes Problem darstellt, lagerkapazitätmäßig. Allerdings glaube ich auch, dass wir die meisten Sachen davon irgendwie schon verarbeiten könnten. Also schrottmäßig so. Allerdings muss man auch mal bedenken, jedes Mal, wenn du irgendwas durch einen Schrottwürfel machst, dass ein Schrottwürfel da rumliegt, ne? Kann man das denn reinwerfen? Indem man jetzt erstmal eine Batterie reinpackt, weil das Ding voll bis oben hin ist. Ist das Ding falsch schon platziert oder kommt mir so vor? Das kommt dir nur so vor. Wieso ist das Ding dann voll so hin? Weil da 30 Federn reinpassen, dann ist das Ding voll. Achso, hast du schon Federn reingeschmissen? Ich hab schon 30 Federn reingeschmissen, ja. Alter, ich hab immer noch so viele Federn reingeschmissen. Relativ lange, glaube ich.
Okay, dann geht hier. Ich schmeiß meine Fernbedienung jetzt hin, wenn's Dienst da ist. Absoluter Wahnsinn. Und auch der absolute Wahnsinn, dass wir schon wieder in der Folge angekommen sind. Mhm. Kommen wir rein? Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.